Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erstelle ein Sim-Video von Isabella und Molly. Und bei Molly müsst ihr jetzt mal kurz gucken. Da sieht sie nicht aus wie Schneewittchen mit diesen Haaren, die Schneewittchen früher hatte. Ich habe sie ihr nur mal so zum Ausprobieren halt mal kurz gegeben. Und ich war so, oh mein Gott, Molly sieht so aus wie Schneewittchen. In den anderen Frisuren sieht man das aber gar nicht so sehr. Und ja, jedenfalls, die beiden sind zu Teenagern geworden und haben jetzt natürlich ein paar neue Outfits und Frisuren bekommen. Und ich hatte so ein bisschen überlegt, wie möchte ich das gestalten? Also ich hatte so hin und her überlegt, ob ich Molly zum Beispiel Outfits aus Reich der Magie geben möchte. Und letztendlich das Einzige, was ich ihr gegeben habe, ist dieser Pullover mit dieser schwarzen Katze drauf. Genau, so in der Version. Und sonst glaube ich gar nichts, einfach weil ich mich dann doch dagegen entschieden habe, weil ich wollte nicht irgendwie von Anfang an das schon zu sehr eingrenzen und Molly dazu eindimensional irgendwie gestalten. Von daher haben wir ganz verschiedene Sachen gemacht. Vor allem ist der Stil angelehnt an einfach die Objekte, die an die Uni nachhaltig leben und Tiny Houses vor allem ins Spiel gekommen sind. Und ich mag den Stil am Ende super gerne, sowohl an Molly als auch an Isabella. Ich finde, sie sehen so süß aus. Und da hatte ich richtig Spaß dran. ja, ich habe Molly immer abwechselnd eine Frisur gegeben. Jetzt diese hier aus Outdoor-Leben. Und ich liebe diesen Pullover an ihr aus Tiny Houses. Ist der nicht so süß mit diesen Streifen? Ich finde, der sieht so süß aus an ihr. Und eben diesem kleinen Dutt auf dem Kopf, die habe ich so abgewechselt. Und Isabella hat einen sehr ähnlichen Kleidungsstil. Ich musste teilweise auch aufpassen, dass ich denen nicht die gleichen Outfits gebe. Aber ich finde Isabella, weil Isabella ja auch künstlerisch ist und kreativ ist und so weiter, wirkt teilweise noch ein bisschen ausgefallener und so ein bisschen mutiger von ihren Outfits her, einfach weil ich mir vorgestellt habe, dass sie vielleicht in ihrer Kreativität, eben auch in ihrer Kleidung vielleicht ein bisschen kreativer ist. Also nicht, dass Molly da irgendwie langweilig ist oder so, aber ich glaube einfach, Molly ist noch so ein bisschen weniger exzentrisch irgendwie als Isabella dabei. Und ich würde jetzt mal die Prognose geben, dass wir die Sims als Teenager jetzt den Herbst durch, den Winter durch und eventuell den Frühling auch noch durch als Teenager spielen. Und ich liebe dieses Outfit von ihr hier. Dieses Oberteil verwende ich gar nicht so häufig. Das muss man erst freischalten, glaube ich, auf einem Festival von Großstadtleben. Aber ich finde, das sieht so cool aus an ihr. ja, aber deswegen habe ich den Sims vor allem viele Outfits gegeben, die sich auch für kalte Tage irgendwie eignen, nicht ausschließlich. Gerade Isabella hat ein paar Outfits an, wo man denkt, naja, so warm ist das jetzt nicht. Aber halt, ich habe so versucht, das so in die Richtung zu machen. Und Molly, finde ich, stehen gerade so Herbstfarben echt gut. Nicht ausschließlich, aber so, die gehören schon so zu den Farben, wo ich finde, das passt gut mit ihr. Und Isabella steht irgendwie sehr gut, irgendwie so Violetttöne. Ich weiß nicht, irgendwas da dran bringt so ihre Haut richtig zum Strahlen. Deswegen haben wir das auch gerade beim formellen Outfit bei ihr, das seht ihr nachher, sehr ausgenutzt. Und ja, jetzt haben wir drei Teenager, Emil, Molly und Isabella. Und ich weiß, damals mit Schneewittchen, als ich Teenagerin war, waren wir beim Erntefest mit der ganzen Familie und mit Leonie in Granite Falls und haben da in so einer Hütte Urlaub gemacht. Erinnert ihr euch daran? Und ich dachte, vielleicht könnten wir mit Molly, Isabella und Emil jetzt, wenn Snowy Escape rauskommt, in die Welt Urlaub fahren gehen. Das finde ich super, super cool. Es wird nämlich wahrscheinlich kein eigenes Let's Play geben für Snowy Escape, einfach weil man da ja Urlaub machen kann. Das heißt, wir kriegen das auch in den anderen Let's Plays irgendwo unter. Von daher fände ich das ganz cool. Und ich finde das generell jetzt so cool, dass man in anderen Welten auch noch Grundstücke zu Urlaubsgrundstücken machen kann, dass man auch in andere Welten in Urlaub fahren kann. Denn jetzt kann man in Sulani auch in den Urlaub fahren. Das habe ich ja ohnehin in dem Apartment Nummer 4 Let's Play so ein bisschen versucht nachzustellen. Und hier ist Mollys Outfit für die Partys. Das finde ich so cool. Ich mag diesen Aprikoton an ihr total. Und ich weiß nicht, was es ist, aber dieser Jeansrock, den sie ja auch in Alltagsoutfits schon anhatte, gibt ihr so eine schöne Figur. Das passt irgendwie zu ihrem Körpertyp so. So unglaublich gut. Den habe ich direkt mehrfach ihr gegeben. Einfach, weil der ihr so gut steht. Und ja, ich denke so vom Stil her, ich könnte mir vorstellen, dass Molly irgendwann so eine Mischung hat vom Kleidungsstil aus. Also Sachen, die nicht spezifisch aus Reich der Magie kommen oder irgendwie daran angelehnt sind.
und Sachen, die daraus kommen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass je mehr sie Magie selber lernt und sich zu der magischen Welt verbunden fühlt, desto mehr wird auch ihr Stil davon beeinflusst sein. Also, dass das so eine Entwicklung ist über die Zeit. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, was wir daraus machen und wie das so wird. Aber ich denke, das ist vielleicht was, wo man das nicht von Anfang an sofort so starten kann, sondern was sich erst über die Zeit entwickeln muss. Und hier erstellen wir jetzt Isabella. Isabella wechselt vor allem zwei Frisuren ab. Also sie hat noch ein paar mehr, aber halt hauptsächlich sind es zwei. Einmal sind es diese zwei kleinen Dutz. Ich glaube, Space Buns heißen die. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die beiden, die sehen super süß an ihr aus. Und hier dieses Outfit, finde ich, wirkt schon so künstlerisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie da an der Leinwand steht und malt irgendwie. Und dann diese zwei Zöpfe aus nachhaltig leben, glaube ich, die auch so vorne so Strähnen haben, die so aus dem Zopf rauskommen. Das sind so die beiden Outfits, die wir abwechseln. Und sie hat zwei Outfits mit Latzhosen an. Und zwar einmal die Latzhose aus Katzen und Hunde und dann die aus nachhaltig leben. Und ich finde, beides sieht unglaublich cool an ihr aus. Und ja, generell. Vom Stil her bin ich sehr zufrieden mit diesen Sims. Ich finde es auch schön irgendwie. Ich finde, der Kleidungsstil wurde noch mal ein bisschen moderner mit nachhaltig leben und an die Uni von Möglichkeiten, die wir im Spiel haben. Und ich finde das ganz schön, weil man das jetzt so ein bisschen abstufen kann zwischen Schneewittchen und Molly. Also, dass es wie so ein Generationenunterschied wirklich gibt vom Einkleiden her, weil Schneewittchen tatsächlich Sachen anhatte, die damals zwar mit zu den moderneren Sachen gehört haben. Ich kann heute nicht sprechen, mit zu den moderneren Sachen gehört haben im Spiel, als halt Schneewittchen Teenager war. Aber halt jetzt tatsächlich schon eher so vom Stil her, vielleicht nicht altmodisch sind, aber zumindest nicht mehr betont moderner. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher finde ich das ganz cool. Und hier ist Isabella jetzt in ihrem violetten Abendkleid. Sieht das nicht so schön aus an ihr? Ich finde, das betont einfach so ihren Hautton so unglaublich schön. Ich weiß nicht, ob das im echten Leben auch so ist, dass irgendwie Violett zu so dunkleren Hauttönen besonders schön aussieht. Also ich finde an mir, die ich sehr, sehr hell bin, sieht Violett häufig irgendwie komisch aus. Ich werde dann irgendwie so gelblich, aber an Isabella sieht das so unglaublich schön aus. Und ja, ich freue mich sehr auf die Zeit, wo wir diese Sims jetzt hier spielen. Und das ist ihr Party-Outfit und das finde ich auch super schön mit diesem Top und diesem Rock. Dazu, also diesen Pulli und diesen Jeans oder Kordrock dazu. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist mit den beiden, mit Molly und Isabella, aber irgendwie, ich finde die unglaublich süß, diese zwei. Und ja, ich habe mit Isabella und auch mit Emil schon große Pläne, was mit denen passiert, wenn wir selbst mit der Baby Challenge beschäftigt sind. Also bei Vanessa und Leonie, bei denen ist ja nicht so viel passiert, außerhalb von dass unsere Freunde waren. Und wir werden Isabella und auch Emil nicht aktiv spielen, während wir Molly spielen. Aber ich habe mir mehr Gedanken gemacht hier. Und hier sind jetzt zwei Screenshots von den beiden. Die anderen Outfits seht ihr dann im Let's Play selbst. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!